Ist der Motor eigentlich längs eingebaut? Nein, der ist quer eingebaut, wie bei allen unseren Fahrzeugen. Stimmt. Und damit willkommen zu einem neuen Video vom Rind und Geiler ABC. Heute sind wir beim Buchstaben Q angekommen. Genau, da geht es nämlich um den Querbaukasten. Und BAS ist eine Aufbauplattform, auf der im Endeffekt alle Modelle bei Skoda basieren. Geht einfach darum, dass der Motor quer eingebaut ist und nicht längs, wie das in manchen anderen Produkten ist. Genau, dieser modulare Querbaukasten wird überall im VW-Konzern eingesetzt. Bei Skoda sind alle Verbrenner und Dieselmotoren auf diesem Konzept aufgebaut. Es handelt sich dabei nicht nur um den Motor, sondern um das Ganze, um den ganzen Fahrzeugaufbau, also auch das Chassis zählt mit dazu. Und das ist eben bei all unseren Modellen eingesetzt. Und dadurch, dass es durch so eine Bandbreite eingesetzt ist, eben auch schon sehr erprobt und in vielen verschiedenen Modellen enthalten. Genau, und zum Beispiel auch unser Elektrofahrzeug, der Enyaq, der basiert auch auf einer MEB, sprich modulare Elektrobaukasten-Plattform, wo das dann auch alles ein bisschen vereinheitlicht ist und somit die Antriebskonzepte gleich sind. In dem Fall haben wir jetzt hier den Kodiaq stehen, der beruht auf der gleichen Plattform wie zum Beispiel auch der VW Tiguan Allspace und der Seat Tarraco, sprich der Aufbau und das Motorenkonzept ist bei diesen Fahrzeugen gleich. Und das zieht sich dann im Endeffekt durch die ganzen anderen Modelle auch, wie zum Beispiel beim Octavia und beim Golf. Da ist es auch die gleiche Aufbauvariante und Plattform und somit zieht sich dieser modulare Querbaukasten durch das ganze Sortiment durch. Das war's zum Buchstaben Q und wir hoffen, wir sehen euch beim nächsten Buchstaben wieder. Ja, bis dahin, nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis dann. Ciao.